Willkommen zurück und wir befinden uns jetzt in der Klutsplitter-Mine. Ich habe von den Wölfen, es kam dann noch einer am Ende dazu, jetzt alles eingesammelt, was die dabei hatten, und zwar Wolfspelz. Und hatte danach einen halben Herzinfarkt, noch nachträglich so, weil das mich schon ziemlich überrascht hat. Aber es ist alles gut, ich bin noch am Leben. Aktivieren Fackelhalter. Ups. Ach so, das ist ja cool. Ich nehme mal eine Fackel mit. Ich habe ja Feuer als Licht sozusagen. So. Nee, der Eingang ist wirklich nicht versteckt. Ich mach mal das Licht aus am besten. Damit die mich nicht sehen. Genau, ruht euch mal aus und dann in der Nacht komme ich. Ich nehme mal einen Langbogen raus. Was ist das? Oh, ich habe den verfehlt. Die sehen mich nicht, das ist gut. Okay. Oh, fuck. Oh nein, ich rüste mal schnell das andere aus. Oder zweimal Magie, kann man das machen? Oh, ich versuch das mal. Es müsste doch eigentlich gehen. Ho. Sag mal. Ja, es klappt. Und wie es klappt. Kann man auch links und rechts. Perfekt. Achso, ja, das. Oh ja, das wäre das Problem. Wenn man zweimal Magie einsetzt. Und ich setze mal wieder eine Fackel rein. Ich sehe so wenig. Aber das mit der Fackel. Das war eigentlich recht gut, weil dadurch haben sie mich nicht gesehen. So, ich rüste mal schnell wieder eine Waffe aus. Genau, so ist gut. Und ein Eisenschild haben wir zwar, aber das hat ziemlich viel wert. Den Dietrich kann man mitnehmen. Und Gold selbstverständlich auch. Ja, die Schuhe sind schön, aber braucht man nicht. Axthammer. 8 Gold. Haben wir nichts dagegen. Und ja. Dann würde ich sagen, geht's weiter. Hier. Schlafen. Naja, schlafen brauchen wir jetzt nicht. Bringt ja eh nichts. Also, dass es draußen Tag wird wahrscheinlich. Und von daher. Ja, macht das jetzt keinen großen Unterschied. Wir sind ja immerhin in der Höhle. So. Haben wir hier alles mitgenommen. Joa. Sieht gut aus. Hier. Erstmal lang, weil es hier nichts gibt. Zerfleddertes Tagebuch. Die lassen mich jetzt schon seit Tagen hier unten schuften. Aber die Zeit ist es nicht, die mir zu schaffen macht. Es sind diese Tunnel, bla bla bla. Oder? Kann man hier umblättern? Egal. Ich nehme das mal mit. Wie gesagt, wie schon im letzten Video erwähnt. Mal schauen, vielleicht werde ich eine Folge drehen. Über die coolsten Bücher. Oder wenn ihr sagt, hey, ich fand das Buch eigentlich ziemlich cool. Als du das bekommen hast, habe ich auch kurz angehalten, weil ich den Anfang lesen wollte, was man sieht. Und da dachte ich mir, hey, kannst du es nicht mal vorstellen, dann mache ich das. Natürlich, dazu müsst ihr aber etwas deresgleichen in die Kommentare schreiben, sonst kann ich das natürlich nicht wissen. Durchsuchen, fast. Oh ja, Tomaten. Ich habe es auch im letzten Video gesagt, Tomaten. Wir hatten das Salz gekriegt und habe ich gesagt, vielleicht bekommen wir ja irgendwo mal Tomaten und dann können wir die salzen. Und ich habe recht behalten. Der Hebel ist bestimmt für die Tür dort. Also, dieses hier. Jawohl. Hallo. Ey, das war übel, der gute Sprung. Immer diese Banditen, dass sie nichts anhaben, also wirklich. Naja, aber auch so gekämpft wie Banditen, das muss man wirklich sagen.
Altwein, Dietrich, Gold, ein Silberbarren, Herr Jemine. Für Banditen sind die aber wirklich gut bestückt. Ja, das ist ein typischer Bandit. Ist das auch ein Bandit? Ja. Aber dafür, dass er ein Bandit ist, ist er wirklich gut bestückt. Mach mal die Tür mal wieder hoch. Also dieses Ding hier. Oh. Oh. Okay. Das ist bitter. Okay. Das ist wirklich hart. Aber was soll's? Ich werde jetzt nicht die Brücke wieder nur runter machen, damit der sich wieder hinlegt, sondern. Geht der nochmal hoch oder so? Kann man das hier durchnehmen? Oh ja. Was habe ich denn da jetzt eingesammelt? Ein Buch war das. Das habe ich gesehen. Oh. Oh, das ist immer so aus dem. Von hinten angreifen, wo du es nicht erwartest. Meine Herren, wie viele Banditen gibt es denn hier? Neue Stufe, jawohl. Hier, wie viel die mit haben? Ein Granat. Wow. Ein Granatstein. Ein Schlüssel zur Glutsplittermine. Ach, das ist wahrscheinlich, um da jetzt reinzugelangen und dann letzten Endes alles einzusammeln. Aber wie viele Banditen halten sich denn bitte hier auf? Also wirklich. Da steht zwar Noviz. Ach so, wahrscheinlich hätte ich's. Cool, sehr schön. Sonst mit dem Dietrich aufmachen müssen. So habe ich aber den Schlüssel dafür gekriegt. Ein Apfel, diesmal ein grüner. Der Sack ist leer. Und der Sack hat Salz. Mensch. Ich glaube, jetzt haben wir 4 Tomaten und 4 mal Salz. Nee, wir haben mehr Salz. Roter Apfel. Kartoffeln, jawohl. Hier gab es doch auch was. Grüner Apfel. Ah, da war noch einer. Und Kohl. Ich dachte, da gibt es wenigstens einmal. Hätte es ja auch Tomaten drin geben können. Gab's nicht. Was soll's? Vielleicht hier. Ja, ich sag's noch. Da sind hier Tomaten drin. Sehr, sehr schön. Der Sack ist leer, aber das Fass nicht. Weißkappe. Dreimal. Ich glaube, wenn wir hier raus sind und dann irgendwo die Chance haben, etwas zu brauen, wie einen Zaubertrank, dann können wir das gut, weil wir viele Materialien dafür haben. So, die Truhe machen wir doch mal auf. Ein Amethyst. Oh, ist das geil! Ein Amethyst, Gold, 59 Goldstücken, Silberbarren und eine verzauberte Eisenkriegsaxt. Stirbt das Ziel innerhalb von 3 Sekunden, füllt es einen Seelenstein. Ist das geil. Und das Beste ist, ich greife gerade mit einer nicht verzauberten Eisenkriegsaxt an. Das bedeutet, die ist genauso gut. Und manchmal schaffe ich es ja, die innerhalb von 3 Sekunden umzubringen. Ist das geil. Fett. Also das hat sich ja mega gelohnt, hier reinzugehen. Wow. Zum Glück habe ich nochmal vorbeigeschaut hier. So, rüst mal die aus. Ich habe da aber gerade gesehen. Neue Stufe. Perfekt. Da. Stufenaufstieg. Wenn du eine Stufe aufsteigst, musst du dich entscheiden, ob deine Gesundheit, Magicka oder Ausdauer erhöhen möchtest. Außerdem kannst du ein neues Talent auswählen oder dies zu einem späteren Zeitpunkt tun. Verfügbare Talente werden in den Sternbildern hervorgehoben. Perfekt. Nehmen wir. Was braucht man? Vielleicht Ausdauer, da können wir mehr rennen. Egal. So, Talente. Ja, was nehme ich denn? Ich glaube, das wäre auch ein gutes Video, vielleicht einfach mal all diese Fähigkeitsbäume vorzustellen. Schreibt das mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Schießkunst, leichte Rüstung, Schleichen, Schlossknacken, Taschendiebstahl, Redekunst, Alchemie, Illusion, Beschwörung, Zerstörung, Wiederherstellung. Ich nehme mal Zerstörung. Wirke Zerstörungszauber der Novizenstufe für die Hälfte der Magicka. Keine Ahnung, was das bedeutet. Nehmen wir einfach mal. Dunkelelfen und Magie ist ja eh perfekt. Oh, die leuchtet so schön. Das können, brauchen wir gar kein Feuer mehr hier, wie das leuchtet. Ist hier was drin? Naja, ein Fass mehr nicht. Ich will eigentlich, dass mich jetzt mal jemand angreift. Weil ich will wissen, was für ein Seelenstein oder was das war.
dann kommt. Ich bin zuversichtlich, da werden noch welche kommen, glaube ich. Hier hundertprozentig. Geld. Und 11 Goldstücken, jawohl. Das sieht doch gut aus. Ist So. da jemand? Ja, hier ist jemand, der will dich Ich umbringen. dachte, ich hätte etwas gehört. Ja, komm, den schaffen wir. Komm, 12 Sekunden. Da seid ihr Komm, ja. komm, komm, komm. 3 Sekunden sind drüber, oder? Bandit hat Seelenfalle widerstanden. Ah. Haben wir den jetzt nicht gekriegt? Ein Seelenstein? Aber der war innerhalb von 3 Sekunden tot. Sonstiges ist er bestimmt drin. Nee, haben wir wirklich nicht bekommen. Oh Gott, ist das jetzt ein Bär oder eine Frau? Den Schnee mit eurem Blut Oh färben. Gott. Komm, komm, komm. Oh, das waren hundertprozentig mehr als 3 Sekunden. Okay, das waren hundertprozentig mehr als 3 Sekunden. Kein Seelenstein ist groß genug. Was bedeutet das denn? Kein Seelenstein ist groß genug. Ich kann jetzt mal in deutscher Sprache schreiben, das versteht doch niemand. Oder ich bin einfach zu blöd. Oh ja, Eisenbarren 2. Benutzen Schleifstein. Oh, du kannst während eines Kampfes. Wer kämpft denn? Oder schießt einer auf mich? Was denkt der sich denn eigentlich? Okay. Ich laufe jetzt nicht zu dem hoch, also. Dann nehmen wir den langen Bogen. Schaffen wir das da durchzuschießen? Wenn die es schafft. Ne, die hat es nicht geschafft. Und die ist bestimmt besser als wir. Und wir haben es auch nicht geschafft, wie bitter. Haben wir es erwischt? Jawohl. Und nochmal. Und ein letzter. Oh ja. Ha. Übertrieben dargestellt. Wie geil. Ach, mir gefällt das Spiel immer besser. So. Eine Werkbank. Was bringt die denn? Kommt bestimmt jetzt gleich wieder ein. Ja, ein Video, war klar. Also nicht Video, sondern Beschreibungstext. Werkbänke. Benutze Werkbänke, um Rüstungen zu verbessern. Für alle Verbesserungen werden Materialien benötigt. Die Höhe der Verbesserung hängt von deiner Schmiedekunstfertigkeit und von deinen Talenten ab. Oh, na dann. Ein Eisenhelm. Was haben wir jetzt gemacht? Erfordert Eisenbahn 2. Ja, das machen wir. Oder? Rüstung schmieden. Oh ja, nehmen wir den. Oder ein Eisenschild. Nee, das steigert sich eigentlich relativ wenig. Nö, braucht man nicht. Vorerst nicht. So, Schleifstein. Schleifsteine. Benutze den Schleifstein, um Waffen zu verbessern. Für alle Verbesserungen sind spezielle Materialien notwendig, die du in der Welt finden oder kaufen kannst. Ach so, das Werkbank war jetzt für Rüstungsteile und das hier für Waffen sozusagen. Perfekt. Okay. Warum kann ich die nicht verbessern? Hier kann ich doch. Was ist denn für ein Quatsch? Ey, das verbessert das ja richtig episch. Herstellen. Dir fehlt das Talent zum Verbessern, magischer. Ah, perfekt. Hätte ich das mal verbessert. Toll. Egal. Im Eisenkriegsaxt der Seelen. Wollte ich ja gerade. Dann nehmen wir die normale Eisenkriegaxt. Kriegaxt. Das machen wir. Perfekt, jetzt ist die besser. Irgendwie war das dumm. Egal. Schmiede. In der Schmiede werden neue Waffen und Rüstung aus Rohmaterialien hergestellt. Ja, Mensch, du. Pelz. Können wir schon mal nicht machen. Eisen. Wir haben eindeutig zu wenig Eisen. Nö. 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 Perfekt. So muss es sein. Ich habe die schlechte Waffe verbessert. Oh, voll verkackt. Leichte Rüstung schmieden. Ah, perfekt. Jetzt wird das erklärt, oder wie? Okay. Wie gesagt, es würde zu lange dauern, das Ganze hier zu sehen. Kann man den Pfeil mitnehmen? Ja. Ey, das ist ja geil. Eisenerz? Perfekt. Kann ich da den Pfeil, den ich da
Ja, hab ich da, ja genau, da habe ich doch einen hingeschossen. Nein, oh, ich wollte die doch nicht benutzen. Ich wollte den Eisenpfeil mitnehmen. Hier, nehmen. Nehmen. Ich hätte das rauszögern müssen, dann hätte ich wahrscheinlich so eine ganze Ansammlung von Eisenpfeilen von der gehabt. Kann ich da eigentlich rein ins Gewässer? Ja, kann ich. Ah, so kriegt man dann halt auch. Dietrich, ein gegrillten Lauch. Stellt 6 Gesundheitspunkte wieder her. Perfekt. Gold 13, dann eine Kaninchenkeule. Ey, die ist ja richtig gut, die Frau. Was macht die denn? Ich dachte, die wäre tot. Was macht die denn so komisches im Wasser? Hier haben wir doch alles, oder? Gut. Hier noch roter Wurstling oder wie das Ganze heißt. Wulstling, nicht Wurstling. Aber kommt, also Wulstling und Wurstling. Ich habe wenigstens gewusst, dass es rot und Ling ist und Wu. Am Anfang. Oh ja, das ist gettet. Also wäre ich hier nicht reingegangen, da verpasst man ja extrem viel. Fasan, Kaninchen, Wein, Wein, Wein. Also zutrauen kann man uns nicht. Also wenn es uns mal nicht so gut geht, dann kann man Wein trinken. Puh. Bis zum geht nicht mehr. Skiwaffe, schon wieder Skiwa, dieses Zeug. Krug, ein Holzteller. Ich will das hier mal wissen, was das ist. Das ist doch kein Holzteller, ich bin doch nicht bescheuert. What's going on here? Okay. Sonst noch irgendwas Schönes zu holen. Oh, Säcke kann man durchsuchen. Ein großer Sack sogar. Mit dreimal Salz und hier drei roten Äpfeln. Kann man gesalzene Äpfel essen? Weiß ich nicht, schmeckt sowas? Gesalzene Äpfel? Hab ich, glaube ich, noch nie probiert. Oh ja. Geldbeutel und die Truhe. Nimm's mir nicht allzu übel, wenn die Folge jetzt vielleicht ein bisschen länger geht. Komm. Jawohl. Ich will nur noch hier raus. Das geht. Oh ja, ein bebändetes Eisenschild. Dann. Oh, 56 Goldstückel. Stückel. Stückel. Oh Gott. Ist ja geil. Mal ehrlich. Wenn wir hier rauskommen, sind wir Millionär. Also, das ist ja Hammer. Ich glaube, da ist der Ausgang. Hoffe ich auch irgendwie ein bisschen. Weil es kommen hier schon komische Töne. Genau. Dann würde ich sagen, war's das für dieses Video. Und wir sehen uns im Himmelsrand dann wieder. Bis dahin, vergewaltigt den Like-Button, kommentiert fleißig unsere Videos und abonniert uns, um keine Videos mehr zu verpassen und empfehlt uns euren Freunden weiter. Bis dahin, macht's gut, ciao!